werdet euch natürlich wie immer, beziehungsweise was heißt wie immer, unser tolles Labyrinth, liebe Freunde, ne? Und liebe Regie, wie viel Zeit haben wir denn heute dafür veranlasst? Genau, und findet die richtige Druckplatte, ne? 10 Minuten. Wichtiger auch noch, gibt auch noch mehr. Und die ganzen Glories hier unten, wie sie rumrennen, ne? Sehr, sehr lustig. Ich wollte gerade noch ein Glory. Ah, das war das. Du hast doch die ganze Zeit gesagt, ich habe einen hässlichen Skin und jetzt willst du den Kopf von mir? Das ist aber eine Unverschämtheit. Du hast. Das weißt du, warum du keinen bekommen hast? So. Was? 10 Minuten haben wir Zeit? Ich brauche einen Glory-Kopf. Was? Glorokopf? Das ist falsch. Nee, Sveni will auch noch einen Glory-Kopf. Ein Glorokopf. Ja, ich verteile dir einfach mal jetzt gleich nochmal ein paar Köpfe, ne? Und ich verteile jetzt meinen auch einfach mit, ne? Und wie soll ich denn meinen verteilen? Was muss ich denn dafür tun? Du musst, ich weiß gar nicht, du müsstest, glaube ich, diesen Befehl halt eingeben. Also entweder, ne? Mit deinem Namen oder mit meinem Namen, ne? Wo ist der Befehl? Ah, Skull, ja. Muss ich der den Punkt auch machen? Nee. Den Punkt habe ich nur gemacht, weil sonst hätte ich den Kopf ja bekommen. Und ja, wie gesagt, 10 Minuten Zeit und liebe Freunde, wir verteilen jetzt hier noch die restlichen Köpfe schnell, ne? Wenn ihr Köpfe mehr habt oder so, teilt ihr auch gerne untereinander mal auf, liebe Freunde, ne? Ihr könnt euch entscheiden, ne? Glory-Kopf, Devil-Kopf, ne? Und ja, wie ihr wollt, liebe Sveni. Ich verteile hier nochmal alles. Und ja, schön, dass ihr alle da seid und natürlich mir und dem Glory auch immer so fleißig zuhören könnt, die ganzen 2 Stunden lang, ne? Und ich schmeiß noch ein bisschen Fisch, ein bisschen Devilköpfe, liebe Freunde, ne? Und seid ihr denn schon alle bereit nebenbei? Ne? Schon wieder mal ein Ja-Spam, bitte. Ja. Und jetzt, ja, aber jetzt muss es aber abgehen. Sie, Sveni, was hast du vor? Lernst du gerade irgendwie Mexikanisch? Keine Ahnung. Was ist denn bei dir? Was bewegt dich denn? Kannst du es ja im Laufe des Spiels mal wieder schreiben. Und es geht hier noch nicht so ganz ab mit dem Ja. Das geht besser. Nochmal, komm hier. Nee? Au, oh, ganz viel Nee kommen wir gleich aufs Mal. Die wollen nicht weitermachen. Seht okay. Die wollen nicht weitermachen. Also hat sich für heute erledigt. War schön mit euch und vielen Dank. Ja, doch, ja. Ah, jetzt kommt's wieder. Na, also, ich würde sagen, eröffnen. Das nächste Spiel, das wird das Labyrinth sein und die Druckplatten sind zu finden. Demnach gehe ich davon aus, dass es mehrere Druckplatten sind und Leute, findet die richtigen, dann kommt ihr weiter und ich würde sagen, wenn Pasi bereit ist, bin ich es auch. Lasst das Spiel beginnen. Genau, liebe Freunde. Viel Glück euch allen, ne? Und legt los, liebe Freunde, ne? Alle lieben Glories und alle lieben Devils, los, haut rein. Das ist cool, das gefällt mir sehr gut. Das ist übrigens wieder nicht auf die Kette bekommen, mit dem hier, ich bin hier gerade mal am gucken, auch, ja. Oh ja, die ersten sind durch. Ihr seid wieder wahnsinnig schnell. Und ich gucke. Die ersten sind durch? Ja. Was, wie heißt du, Bauer FB? Hallo Bauer FB, komm, ich verteile, ja, es gibt ja zur Belohnung, gibt's Fisch hier. Herzlich willkommen, ja. Duff Steam ist auch dabei. Wen haben wir hier noch? iPlay Freak. Genau, liebe Freunde. Natürlich, bei Druckplatten ist immer das Problem, wenn viele Leute da sind. Ne? Respektiert euch gegenseitig, ne? Lasst euch gegenseitig, sonst kommt ihr alle nicht durch. Ne? Und ihr wollt natürlich alle gewinnen, liebe Freunde, und alle Kekse haben. Fische. Tasibur LP ist auch da. Herzlich willkommen. Gibt auch nochmal 2 Fische für dich. Du stellst dich in die Ecke, du hast keine Lust auf Fische. Ich merke das schon. Ich stelle mich hier mal in den Eingang. Herzlich willkommen, hier gibt's Fische. Ja, Fisch. Herzlich willkommen. Ja, hier gibt's Fisch, ja. Schön. Ja, und alle, die falsche Druckplatte finden, liebe Freunde, ne? Ihr werdet hier am Spawn wieder zurück teleportiert, ne? Und müsst nochmal von vorne anfangen, liebe Freunde, ne? Echt? Die sterben nicht? Nein, momentan nicht. Schwein gehabt. Genau, sucht, liebe Freunde, ne? Genau, und Tipp in der Mitte kam schon im Chat, liebe Freunde, ne? Wenn ihr aufpasst. Ja. Hast du sie schon gefunden? Ich weiß es tatsächlich gar nicht und ich möchte auch gar nichts verraten im Stream. Und ich schaue mir das Ganze natürlich immer wie immer von oben an, liebe Freunde, und bin gespannt, ne, wie viele hatten wir tatsächlich denn gerade noch bei? Ich glaube 647 sowas waren es, glaube ich, gerade. Und die sind ja alle noch fleißig am Suchen. Ich gehe hier einfach mal mitten in die Meute rein und gucke mir das Ganze an. Ihr habt hier gerade Probleme mit einer Spinnenwebe, ja, die sind tückisch. Wir fliegen jetzt einfach mal so ein bisschen durch das Labyrinth durch. Hier hinten sind auch noch ein paar. Was macht denn ihr hier? Gruppenkuscheln?
Ach, ihr versucht alle auf diese Platte zu kommen? Ob das die richtige ist, bin ich mal gespannt. Ja, seid fair, wie gesagt, ne? Liebe Freunde. Und Tokasi, we are the young family. Finde ich cool. War richtig. Sollten wir uns merken. Was? Was? Ja, der liebe Tokasi hat schon geschrieben, we are the young family. Sollten wir uns merken. Ja, den lieben Glory haben wir, glaube ich, schon mit eingeschlossen, liebe Freunde, oder? Ja, was meint ihr? Der wurde wie hat Malania diese Woche gesagt, der gehört zum Inventar. Genau. Na und wie gesagt, ich hoffe natürlich beim lieben Glory, schaut auch mal bei seinen LPs oder so vorbei. Der macht natürlich ganz andere Sachen als wie ich. Und ja, da könnt ihr auch so ein bisschen Stranded Deep oder The Forest oder sowas schauen, wenn ihr natürlich sowas auch gerne seht, ne? Und ja. Er hat natürlich auch immer eine Facecam, beziehungsweise nicht immer, ab und zu mal eine Facecam drin. Zumindest im Stream habe ich die Facecam ja, drin, ja. Da kann, aber es will ja nicht jeder dieses Gesicht sehen. Also wenn es dich doch interessiert, dann schau einfach mal vorbei, würde mich freuen. Aber ansonsten, ja, ist ja kein Muss, das ist ja, ne? Dieses komische Gesicht, wie gesagt, ich verstehe das. Ich weiß schon, warum ich hier einen Entenkopf aufhabe. Ja, so ist das, ne? Und da könnt ihr einige lustige Sachen sehen, ne, bei ihm auch. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja, auf dem Kanal. Bei mir ist gar nichts lustig, nee. Bei mir ist alles vollkommen ernst, Und bei dem, bei mir nicht an Regeln hält. Wenn ihr euch auf dem Kanal umschaut, liebe Freunde, na, bei einem Video habe ich einen Kommentar hinterlassen, da ist eine Zeitangabe mit reingemacht, ne? Klickt mal darauf. Ne, wenn ihr mich natürlich abonniert, dann ist das Video, glaube ich, direkt das erste, was ihr seht und auch gleich hören würdet. das dürfte nämlich mein Twitch-Trailer sein. Der Trailer. Ja, entweder das oder dass ich glaube, wo tatsächlich, wo du dich erschreckt hast. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es da rausgezogen hatte oder ob ich es aus dem Dings rausgezogen hatte. Das war Daylight, ja. Genau, ja. Das war Daylight. Aber ein schönes Spiel. Ich muss mal wieder so ein Horrorspiel machen. Es reizt mich natürlich, ich vertrage das absolut gar nicht. Das ist ganz schlimm bei mir, aber es kommt bei dem einen oder anderen doch gut an und vielleicht sollte ich da mal wieder was spielen. Ja. Habt ihr immer noch Hunger, meine lieben Freunde? Vielleicht finden wir einen Multiplayer, da erschrecken wir uns gemeinsam. Ja, tatsächlich, ne? Wie gesagt, wir können uns ja bei Reign of Kings gegenseitig erschrecken, ne, liebe Freunde, wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr auch immer gerne mit uns mitspielen. Oh, ne? Bei Reign of Kings erschrecken? Macht euch da große Füße und der Glory erschreckt dich, ne? Wenn er einen großen Bauch noch dazu sieht, ne? Ja, das reicht schon, wenn du nackt vor mir rumläufst, das ist ein Schrecken, den kriegst du ja Leben lang nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Ach, du hast Hähnchen, das ist auch schön. StarCrafter, was hast du denn für eine Frage? Eine Frage. Und ich soll mal was für YouTube singen? Nein. Ja, sing mal was, ja, finde ich auch. Ich finde, du solltest mal was singen. Ich habe tatsächlich, warte mal, in einem meiner, also ich glaube, das war gestern sogar, vorgestern in dem Stream, wo ich Arma Live gespielt habe, da habe ich sogar, glaube ich, gesungen, wenn ihr das sehen wolltet. Da habe ich auch übrigens eine 14, ungefähr 20 Minuten lang oder so ungefähr gemacht, weil die mir den Mund gefesselt haben, ne? Die Sauband dabei. Ja, ich habe mich tatsächlich fast befreien können, liebe Freunde, aber... Ich glaube, ich muss dich heute Abend fesseln. Wir spielen ja heute nochmal eine Runde wir spielen Arma Live, so rum. Ist so ähnlich für alle, die es noch nicht kennen, ist so ähnlich wie Altes Live, das könnte der ein oder andere schon eher kennen. Heute Abend, da kannst du noch mal ein bisschen singen. Hm? Ja, jetzt wollen die, dass wir alle meine Entchen singen. Nee, alle meine Entchen, die singen heute Abend. Hm? Genau. Aber da werdet ihr wahrscheinlich, wir haben ja heute ein Geburtstagskind heute Abend, ne? Aber das ist erst um 12 Uhr soweit. Also stimmt, müsst ihr tatsächlich. Echt lange aufbleiben, bis ihr den Seta singen hört. Aber ich bin dafür, dass er das heute noch macht. Ja. Genau, und wenn ihr natürlich da lustige Ideen für uns habt oder so, könnt ihr es auch jederzeit in Twitch-Chat halt reinschreiben und dann setzen wir natürlich das auch um. Ne? Und ja, wir haben schon jede Menge Spaß dort gehabt, also beziehungsweise ich. Und gestern sind der Glory und ich ein bisschen halt rumgefahren, haben mir so ein paar Sachen gezeigt, diese grundlegenden Sachen und sowas halt. Und, ja, er hat sich da, glaube ich, auch schon so ein bisschen verliebt und ich glaube, wir werden das ziemlich doll feiern, wenn wir haben auch übrigens schon ein paar mehr Leute, ne? Wir haben so ungefähr in unserer Crew, nenne ich es jetzt mal so 5 bis 6 Leute, die auch schon nachher auf uns warten. Ja. Und hat, die Frage kam es gerade vermerkt, bei uns beiden hat keiner Geburtstag. Wir waren gestern, wie gesagt, schon auf dem Server und haben da so ein bisschen rumgetestet und da hat sich jemand, ich möchte noch nicht mehr über diese Person verraten, ihr werdet sie nicht kennen.
Nee, kennen sie nicht, ne? Nee, kennt ihr nicht, nee. Nee, kennen wir nicht. Also ihr nicht. Und ja, diese Person hat Geburtstag und ja, das ist. Wie gesagt, das ist ein Grund mehr dran zu bleiben. Nachher bei Arma Live. Ja. Ich sehe gerade, da hat jemand geschrieben, er hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Slake. Ne, LP. Slake LP war das, genau. Ich hoffe, du hast das jetzt gehört. Ne, wir wünschen dir natürlich alles Gute. Lass dich gut beschenken. Ne? Schön am Wochenende frei. Ne? Ich hoffe, das Wetter ist bei dir besser als bei mir. Ne? Und, hast du schlechtes Wetter? Ich habe tatsächlich schlechtes Wetter, ja. Ja, gut. Du weißt ja, Hamburg. Ja, Hamburg. Haben wir eigentlich schon, ich muss es gerade mal fragen, sind eigentlich schon alle durch? Kann das sein? Na, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Wir haben viel gequatscht, liebe Freunde. Sind alle durch. Wir haben einiges gequatscht. Ich gucke jetzt gerade nochmal. Pasi, ich weiß nicht, hast du auch schon mal geguckt? Ich mache auch nochmal einen Sicherheitsflug gerade, aber ich sehe auch gerade, dass keiner mehr hier ist, glaube ich. Ich glaube, es sind alle durch und wir könnten. Den Countdown können wir mal abbrechen, würde ich sagen. Da habe ich aufgepasst, das ist ja. Das klappt ja wie die Faust aufs Auge hier, ne? Und. Ja, so. Habt ihr denn immer noch Hunger, liebe Freunde? Ich bin jetzt gerade. Ah, mir fällt gerade noch was ein. Ich muss noch was verteilen, bevor es. Warte. Wie habe ich das vorhin gemacht? Ach, das war jetzt. Wartet. Ich muss noch was verteilen, bevor es in die nächste Challenge geht. Das hier. Ich jetzt mal Kürbisköpfe haben wir jetzt. Ach, Fisch. Komm. Kann ich nur einen? Ich will aber 64 davon. Oh, das ist hart. Kann da nur einen. Ja, da verteile ich. Ich wollte jetzt einen Sattel verteilen für alle. Aber nur einen im Inventar, das ist zu viel. Nur einen im Inventar? Ich höre dich. Ich bin da. Ich, ne? Darfst du dir ausdecken? Was? Ein Sattel. Ein Sattel? Ja. Willst du jetzt Sattel verteilen? Ja, ich hätte. Die nächste Runde hätte ich jetzt einen Sattel verteilt, ja. Du kannst einfach mal, wenn du jetzt den Sattel in der Hand hast, einfach diesen Befehl eingeben. Dann kriegst du so. Ich sehe gerade nicht, ich suche schon. Slash more. M-O-R-E. Slash more. Warte. Dann kriegst du einen 64er Stack automatisch davon. Und dann kannst du deine Sattel verteilen, liebe Freunde. Und ja, natürlich würde ich sagen, wir können schon mal den unsichtbaren Modus wieder ausschalten, lieber Pasi. Und perfekt. Ne, so sehen wir natürlich alle lieben Gloris und alle lieben Devilmaus hier rumlaufen. Ne? Sattel für alle. Wir brauchen Sattel in der nächsten Challenge. Hier gibt's Sattel für alle, meine Freunde. Natürlich Sattel. Ja, vorne hier ist noch ein Sattel. Jawohl, herzlich willkommen. Ja, schön, Sie hier zu sehen. Ja, super. Ihr habt auch schon Sattel. Wer braucht noch einen Sattel? Hast du einen Sattel auch bekommen? Ja, tut mir leid. Hier, du brauchst auch noch einen Sattel, hast du gesagt. Ja, schön, ja. Ihr habt alle noch keinen? Das ist ein Traum. Mach doch mal. Und wir können, genau, wollte ich schon mal sagen, ne, während der liebe Gloriosa hier die lieben Leute sattelt, ne, jetzt fragt ihr euch natürlich, warum braucht ihr einen Sattel? Ihr braucht ihn eigentlich nicht, aber wie immer werdet ihr natürlich jetzt eine kleine Zeitreise erleben, liebe Freunde, ne? Und ihr werdet in eine Westernstadt versetzt, ne, liebe Freunde, und dort müsst ihr drei Schilder finden, die jeweils mit einem Rechtsklick anklicken, und nur dann könnt ihr in die nächste Lobby gehen. Ja, das heißt, findet jetzt drei Schilder, ne, die überall auf der Map halt versteckt sind, wo ihr gleich hingehen werdet, ne, und dann könnt ihr erst weiter in die nächste Lobby. Ja, so sieht's aus. Ich habe meine Sattel verteilt und bin eigentlich bereit. Ja. Ja, liebe Freunde, und wir wollen natürlich wie immer ein Ja spam, ne? Ihr kennt das ja? Natürlich. So. Sieht gut aus, oder? Sieht super aus. Das sieht richtig super aus. Und ich kann euch schon versprechen, in der nächsten Lobby, da gibt's dann auch die Milch zu den Keksen. Also strengt euch an. Wir sehen uns in der nächsten Lobby und ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, wir sind's auch. Ja, genau. Wie viel Zeit haben wir denn tatsächlich nochmal, liebe Regie? Das habe ich gerade nicht mitbekommen, glaube ich. Hier muss man nur mal einen Chat machen. Zwei Minuten. 12 Minuten? Sind so schnell. Gut. Ja, so wurde es angezeigt von dem Pasi. Und von da aus würde ich sagen, ne, liebe Regie, lass die Spiele beginnen. Na? Und howdy, Partner, du kennst es ja. 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 Herzlich willkommen, ja.
Schön, schön. Ich erkenne die Leute mittlerweile nicht mehr. Man hat ja, ja, heißt wie immer, crazy.